herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin's, die ungeschminkte Wahrheit. Oh mein Gott, muss ich das immer sagen? Nein. Ja, vorab muss ich sagen, dass ich heute wieder Nachtschicht habe und ich wollte den Tag ein bisschen nutzen und mit euch zusammen ein Deklatter machen, ein Pinseldeklatter, ehrlich gesagt. Ich bin mit meiner Schminktischsituation immer noch unzufrieden. Das Problem ist, ich bin so, wie soll ich sagen, wenn ich das alles in die Schubladen verräume, dann ist das aus den Augen, aus dem Sinn und dann denke ich da nicht mehr so dran. Und wenn es aber draußen steht, dann staubt das alles ein und das ärgert mich dann auch nochmal. Also bin ich irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe für mich keine Lösung gefunden. Und immer wieder räume ich meinen Tisch auf, um und keine Ahnung, und versuche da irgendwie was zu machen, so dass das für mich super ist. Und heute habe ich gedacht, es gibt so viele Pinsel bei mir, die ich nicht nutze, die aber Geld gekostet haben und deswegen die nicht wegschmeißen will. Ich will aber trotzdem jetzt mal so ein Deklatter machen und gucken, ob ich mich von irgendwas trennen kann. Und ich hoffe, letztes Mal hat es ja super geklappt mit euch zusammen, als ich meine Foundations aussortiert habe. Und heute versuche ich halt meine Pinsel mit euch zusammen aussortieren. Vielleicht wird das was. Ich habe jetzt alles zusammengesucht. Ich habe noch ich glaube, 5 Pinsel, die jetzt ich gerade gewaschen habe und die liegen da jetzt da und trocken. Die zeige ich euch dann zum Schluss. Ich zeige euch jetzt erstmal ein kleines Überblick, was sich hier so alles gesammelt hat, wie das jetzt aussieht und so. Und dann versuche ich das mit euch zu deklattern. Also wenn ihr Bock habt, dann bleibt mal unbedingt dran. Ich bin selbst gespannt, wie viel davon wegkommen. Ich würde auch ganz gerne neue Pinsel mir eineignen, weil mir meine Pinsel irgendwie schon so langweilen. Und die sind auch schon uralt, also uralt nicht, aber alt. Und ich bin einfach auch neugierig, was es so Neues auf dem Markt gibt. Ich habe kaum Pinsel, die jetzt 30, 40, 50 Euro kosten. Das ist einfach zu viel für einen Pinsel, finde ich. Und da kann ich mich nicht überwinden, so viel Geld für einen Pinsel auszugeben. Ja, okay. Versuchen wir mal. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das hier aussieht. Und dann gehen wir los. Also, da sind so fast alle meine Pinsel. Ne? Und hier habe ich so meine Beautyblender noch. Das sind alte Kerzenständer immer. Also, die behalte ich immer und nutze die als Pinselständer. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Voll schön, das ist eigentlich ein Kerzenständer, ne? Und das habe ich dann irgendwann. Ah, das war in so einem Set mit, keine Ahnung. Gibt es doch bei DM solche Sets, ne? Mit Waschgele und keine Ahnung. Und das habe ich gekauft. Das fand ich so schön von der Farbe her. Ja, und hier sind die ganzen Pinsel. Und hier habe ich auch nochmal die ganzen Beautyblender, die ich über die Jahre gesammelt habe. Das sind auch sehr viele Sachen. Ja, voll viele, die ich eigentlich nicht nutze. Ja, und da wollen wir mal durch die ganzen Sachen durchgehen. Hoffentlich interessiert euch das ja. Okay, warum wir hier auf dem Boden sind? Weil das letzte Mal auch so toll geklappt. Ich finde, das ist so eine entspannte Atmosphäre und ich kann mich so ein bisschen mehr. Ich fühle mich einfach viel wohler, wenn ich hier so unten bin, auf dem Boden und entspannt bin und so ein bisschen so ein Zuhause-Feeling mit meinen Freunden. Das finde ich voll cool eigentlich. So, ich fange jetzt einfach mal an. Ich werde jetzt diese leeren Becher benutzen und ich versuche mich mal bei diesem leeren Becher einzuschränken auch. Also, dass die Pinsel dann nachher nur noch in diese Becher reinpassen und in diese Dinger. Hier zum Beispiel bewahre ich so Pinsel auf, die so zweiseitig sind, ne? Deswegen legen die da alle drin. Ja, gehen wir gleich in diese Kiste hier rein und gehen wir mal durch. Also ich habe hier so Pinsel von Urban Decay, die sind in den Paletten mit beigelegt und deswegen, ich finde die ganz cool. Oh, hier ist zum Beispiel ein Pinsel, um Augenbrauen aufzufüllen oder Eyeliner zu ziehen. Voll cool. Von Evelyn, das ist noch die alte Vision. Das behalte ich auch noch. Das ist auch einer vom Urban Decay und der ist so ein bisschen härter. Der ist aus dieser bunten Palette. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Electrics oder so. Behalte ich auch noch. Ich finde die ganz gut. Also die kann man richtig gut nutzen, finde ich. Dann habe ich hier eins von It Cosmetics. Das ist einer der wenigen Pinsel, wofür ich sehr viel Geld bezahlt habe. Und den muss ich nochmal waschen. Der ist nicht ganz sauber.
Ja, achso, übrigens, wie ich meine Pinsel wasche, habe ich mal ein extra Video gemacht. Da könnt ihr gerne reinschauen. Es hat sich nichts geändert. Ich finde, das ist günstig und das ist, ja, das ist günstig und effektiv, finde ich. Also deswegen, schaut euch das gerne an. Es ist echt cool geworden. Und ja, das ist der eine der wenigen. Und der ist auch gehypt. Das ist der 07 oder 7, Nummer 7. Und ob ich den nochmal kaufen würde, weiß ich. Ich muss den nochmal testen und gucken, ob ich damit wieder zurechtkomme, weil ich jetzt ganz oft meine Foundations mit Pinsel auftrage. Das ist jetzt auch einer von Urban Decay aus der Naked-Palette, diese ganz klassische. Die heißt ja auch Ultimative Basic. Die Palette ist auch ganz cool. Dann habe ich hier eins von Bare Minerals, auch aus einer Palette. Auch ganz schön. Und dann habe ich hier noch eins, nochmal von Naked 3. Palette. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ich weiß gar nicht. Damit kann man sich wunderbar schminken. Und das ist der auch von Naked. Aber welche das jetzt steht hier nicht. Auch von Urban Decay. Und ja, Diego de la Palma. Der Pinsel ist richtig schön. Das ist aus dieser. Oder der war mit beigefügt. Diese Contouring Face Palette. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Vielleicht muss ich mir auch mal so eine Schminksammlung zeigen. Ich weiß es nicht. Der ist richtig, richtig cool, um zu konterieren oder Puder aufzutragen. Richtig schön. Leider ist er mir hier schon auseinandergegangen. Ich muss ihn mal versuchen zusammenzukleben oder so. Muss mal dran denken, wenn ich meine Heißklebepistole wieder raushole, dass ich die mal schnell zusammenfüge. Wobei eigentlich brauche ich nur diese Seite. Aber der ist richtig cool. Diego de la Palma. Face and Eyes. Also man kann mit der Palette auch Augen schminken. So richtig cool. So, diejenigen, die mir folgen. Die kennen die wahrscheinlich, die Palette. Dann habe ich hier einmal von Abelin. Diesen einen. Ich glaube, behalte ich den nicht. Ja, okay, ich behalte ihn noch nur beide. Das ist so einer von Wild n Wild, so ein kleiner, der wird jetzt so aussortiert, wie wird. Den benutze ich eh nicht. Ne? Oh, dann haben wir eins von Anastasia Beverly Hills. So einen doppelten, auch ganz cool. Ich finde die gar nicht so schlecht. Man kann sie echt gut benutzen. Dann den können wir auch gleich entsorgen. Dann habe ich hier von Kiko einen. Den muss ich nochmal austesten. Der ist eigentlich ganz schön. Der ist so quadratisch gemacht. Eigentlich voll cool vom Stil. Aus diesem Set. Dann habe ich noch einen von Ebelin, so einen doppelten. Habe ich nicht gerade so einen doppelten hier gemacht? Ja, doch. Hier, ich habe den ja zweimal. Warum? Ich glaube, einen werde ich jetzt verschenken, genau. Ich glaube, den verschenke ich, weil das noch ein bisschen fester ist. Den verschenke ich, genau. Der sollte ich aus. Und noch einen aus Kiko, von Kiko von der Wonder Woman Collection. Den muss ich auch nochmal richtig austesten. Und ja. So, die eine Kiste fertig. Gehen wir weiter. Gehen wir mal hier rüber zu diesem Glas hier und gucken, was es da drin alles ist. Das sind die Pinsel von Jaxx Beauty Line. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Sie hat früher für L'Oréal gearbeitet und hat geschminkt. Und sie hat halt ihre eigene Pinsellinie rausgebracht. Und die sind vegan. Und ich weiß nicht, ob man Pinsel an Tieren testen kann. Cruelty-free. Und die sind alle also handgemacht. Deswegen voll cool. Aber der Pinsel, weiß nicht, ob das mich überzeugt hat. Muss ich mir überlegen. Damit kann man, glaube ich, Concealer auftragen. Ich glaube, Concealer-Pinsel mache ich jetzt extra. Dann haben wir hier von Mikasa Beauty. Ach, das ist eine längere Geschichte. Die gibt es hier nicht in Deutschland. Die haben mich mal angeschrieben, haben mir einen super Rabattcode gegeben. Und ich habe es dann so ein Set bestellt. Die Pinsel sind voll gut, aber der Import ist einfach zu heftig und zu teuer. Und ja, weiß nicht. Also, das ist auch so ein doppelter Pinsel für Augenbrauen und Wimpern, den tue ich auch in die Kiste hier rein. Dann haben wir hier noch von Real Techniques, den behalte ich noch als. Ich muss mal gucken, Concealer und Puder damit aufzutragen. Den behalte ich noch. Dann haben wir die ganz neuen Pinsel aus diesem Set von Real Techniques. Die muss ich noch austesten. Das ist so Lippenkit, ne? Für die Lippen. Lip Blur Blur Brush und Lip. Ja, die behalte ich noch. Genau. Dann einmal von Sueva, der ist ganz cool, den behalte ich auch noch. Der 226 Smudger. So, um den hier, um zum Beispiel so einen Eyeliner auszublenden, zum Beispiel. Das mache ich ganz gerne, deswegen behalte ich den. Und
Ja, noch eins von zu Eva, so zum Dingsbald auch noch. So ein Pencil Brush, der ist auch aus der Jax Beauty Blind. Der ist so auch zum Smudgen, finde ich ganz gut. Den behalte ich auch noch. Dann haben wir hier so aus deinem. Ist das Essence gewesen oder Catrice? Ah, Essence. Aus dieser Essence LE. Und ich bin ja ein großer Dornröschen-Fan. Und das war aus dieser Dornröschen-Reihe das, was noch übrig geblieben war. Den behalte ich auch noch. Dann haben wir hier wieder Mikasa Beauty. Der ist zum Concealer auftragen. Den behalte ich auch. Den, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Ne? La Haye. Frag mich nicht. Der war auch so. Ist auch so ein Smudger Pinsel, ne? So ein ganz dünner. Auch behalte ich auch noch. Und den behalte ich auch noch. Das ist auch aus Ebeline LE Reihe. Und das war auch so. Auch so eine LE. Ich weiß gar nicht. Ich glaube von Rival Loves Me, glaube ich. Das behalte ich auch. Na dann, geht doch, ne? Ich sehe schon, das wird ein langes Video. Ja, hier liegen schon zwei Pinsel, die werde ich garantiert aussortieren. Einer von Yves Rocher und einer, der so die beiden kommen weg. Ja, dann habe ich hier so welche Pinsel zum Blush und Konturieren. Ich mag es gerne, es gibt ja Pinsel, die extra für Kontur gedacht. Das sind diese hier, ne? Aber ich komme damit nicht wirklich zurecht. Ich trage damit eher so Puder auf. Ne? Oder so ganz leicht Puder auf, der ist ganz besonders weich. Das ist auch eine LE. Nee, das war die von Luvia, der Blush Brush. Der ist richtig weich. Also diese Serie finde ich richtig cool und kann ich euch empfehlen, falls ihr die seht. Und den behalte ich auf jeden Fall, die beiden, weil ich mache ganz gerne eher so mehr damit Puder aufzutragen. Der ist eher pixelig, finde ich nicht so toll, aber der ist richtig schön weich. Die behalte ich erstmal noch. Ja, und die solche Pinsel, die verwende ich so mehr zum Bronzer aufzutragen und Blush aufzutragen. Die behalte ich auch auf jeden Fall. Die sind richtig schön. Und das ist so mein Lieblingspinsel. Und eins liegt noch im Badezimmer und trocknet gerade. Dann habe ich hier so riesige Pinsel. Das ist einmal von Kiko. Der ist nämlich so, dass der, wenn man den wäscht, abfärbt. Und das mag ich gar nicht. Deswegen sortiere ich den aus. Das ist irgendwie so total billig gemacht. Keine Ahnung. Deswegen sortiere ich den aus. Genau. Den behalte ich noch, um, keine Ahnung, hier so körpermäßig zu pudern. Der ist so ein bisschen pixig. Und das ist auch der von Mikasa. Hier ist noch einer. Den, damit konturiere ich eher lieber. Und Blush auftragen. Ist auch so ein Kontur von Ebeline, auch so aus dieser LE. Das ist richtig cool. Meistens kaufe ich mir neue Pinsel, wenn es so eine LE gibt. Mag ich vom Design her. Oh, ich glaube, woher kommt der Pinsel denn? Ich weiß nicht, ich sortiere den aus, so einen kleinen. Ich glaube, der war aus der Benefit Bronzer Box da. Dann habe ich hier diverse Beauty-Schwämmchen, die kommen auch jetzt raus. Augenbrauenstift behalte ich noch. Das ist eigentlich ein Lippenpinsel, aber den behalte ich auch noch. Das ist auch wieder aus dieser LE von Ebeline. Behalte ich auch noch. Ist auch schön. Den auch. Das ist, glaube ich, Ebeline, seht ihr? Das ist wieder auch so eine LE. Dann habe ich sowas hier zum für unterwegs, aber das verschenke ich jetzt, weil das benutze ich absolut nicht. Liegt einfach nur blöd rum. Dann habe ich hier so einen festen Brush, den behalte ich auch noch. Für die Augen ist der. Kabuki Brush. So, das verschenke ich jetzt. Den verschenke ich auch. Das war irgendwie so überhaupt nicht meins. Dann behalte ich einen Kabuki Brush, der ist gar nicht so schlecht, von Ebeline, falls ich mal eins brauche. Dann habe ich hier so kleine, auch für unterwegs, von Essence. Sollte ich auch aus, die verschenke ich auch. Ah ne, das ist der aus der Benefit Box, den verschenke ich, glaube ich, auch, weil nutze ich nie. Und das benutzt das jemand zu Hause? Ich benutze das auch nie. Ich glaube, das verschenke ich auch. Also auch so einer aus der Benefit Box, den verschenke ich auch. Dann habe ich so kleinere Dinger,
die kaputt gegangen ist, die schmeiße ich jetzt weg. Benutze ich eh nicht. Dann habe ich hier noch von Evelyn einen. Das ist ja für dieses Mineralpuder. Behalte ich das? Verschenke ich das? Schmeiße ich es weg? Ich glaube, ich schmeiße das weg, weil das sich nicht so geil anfühlt. Weg damit. Dann habe ich hier noch einen Lippenpinsel und das ist der... Ah, das war das, wo die von Evelyn das Design geändert haben und auch den Preis erhöht haben. Und das war richtiger Fehlkauf, weil der nach wie vor voll hart, also richtig krass hart. Ich weiß nicht, ob ihr es so sehen könnt, aber er hat wie verrückt. Deswegen werde ich den jetzt wegschmeißen. Und dann haben die das nochmal überarbeitet, dann sind die besser geworden. Wieder von Mikasa Beauty. Den behalte ich auch. Das ist so ein abgeschrägter Pinsel, auch wieder von Evelyn. Das schmeiße ich weg. Oder ich verschenke das. Das behalte ich auch. Was ist das für einer? Ich glaube, der ist von... Weiß ich nicht. Steht nicht drauf. Wieder dasselbe verschenke ich. Dann habe ich hier diverse kleine. Die werde ich jetzt alle entsorgen, weil die benutze ich alle nicht. Wieder ein Lippenpinsel und einen von Catrice, um Eyeliner aufzutragen. Den behalte ich auch noch eine Weile. Benutze das hier mit, ich behalte den noch ein bisschen. Verschenke ich. Das ist der auch aus einer LE, glaube ich, von Essence. Verschenke ich auch. Kaputt. Weg. Auch so ein kleiner. Oh, einer von Real Techniques, den behalte ich noch. Ne, der wird auch entsorgt. Ich hoffe, ihr seid nicht alle eingeschlafen. Dann habe ich hier eins zum Mitnehmen von Yves Rocher, so ein Lippenpinsel. Man steckt das so rein und dann kommt der Pinsel da so raus. Eigentlich voll cool und hygienisch. Und deswegen behalte ich den auch für unterwegs. Und den tue ich jetzt hier in die Kiste rein. Das kommt auch weg. Das ist von Billions oder so, von Douglas Eigenmarke, behalte ich auch so einen abgeschrägten, um hier zu arbeiten. Das wird weggeschmissen, sieht nicht mehr so gut aus. Auch so ein so viel abgeschrägte Pinsel, auch von Mikasa Beauty. Und den, was ist das für einer? Steht hier nicht. Den verschenke ich jetzt einfach mal, weil ich nicht weiß. Sieht ganz gut aus, aber den verschenke ich. Ich glaube, das ist so ein Lippenpinsel. Den verschenke ich jetzt einfach mal. Wieder so ein. Okay, einen behalte ich jetzt, aber nicht den, der ist kaputt. Egal, vielleicht finde ich noch eins. Dann auch von Evelyn so einer. Zum Concealer auftragen wahrscheinlich. Den verschenke ich, den fand ich nicht so gut. Das ist ja wie der hier. Ich mag dieses Abgeschreckte hier nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Ist zwar super weich, aber nichts für mich. Haben wir noch eins von Real Techniques. Wieder so ein abgeschrägter Pinsel. Wow, okay. Und ein Fächerpinsel, den behalte ich auch noch ein bisschen. Mikasa Beauty, die sind echt gut. Ich benutze die wirklich auch super gerne, weil die so schön fluffig und weich sind. Dann wieder so ein abgeschrägter Pinsel, aber der ist so hart, also schmeiße ich den weg. Wieder so ein doppelter, aber der ist fest. Den verschenke ich dann. Noch mal ein Concealer-Pinsel. So einen kleinen, dünnen. Die gefallen mir voll gut. Von Real Techniques ist der... Boah, dieser Vlog wird super langsam. Das habe ich benutzt, um Haarfarbe einzumischen. Aber den will ich jetzt wegschmeißen. Das ist so Make-up-Sponge, ne? Von Essence war das. Aber den habe ich nie benutzt. Das war so ein Fehlkauf. Dann haben wir hier einen einzigen von Sigma und den habe ich zu lange im Wasser liegen lassen, also ist hier aufgeplatzt. Aber der ist schön, der ist echt gut. Einer der teuren, der wenigen teuren Pinsel, den behalte ich auch. Dann habe ich hier eins von Real Techniques, auch so zum Verblenden. Aber der ist so, ich weiß nicht, seht ihr das? Der ist so nicht so toll, ne? Das sieht so aus, als würde er reingefallen sein, ne? Oh, ich glaube, den sollte ich... Oder ich verschenke den einfach. Den verschenke ich auch.
Den behalte ich. Das ist auch so ein Set. Es gibt so ein Pinselset bei DM oder damals gab es das. Und die Augenpinsel sind davon mega gut und die sind auch schon alt, wie ihr seht, und deswegen behalte ich den. Aber der ist voll gut, die sind schön weich und so weiter. Die Gesichtspinsel waren nicht so tolle, aber die Augenpinsel waren cool. Den verschenke ich, obwohl der ist auch schon ist auch von Barbara Hoffmann, so ein Stiftpinsel, den behalte ich auch. Davon habe ich nicht so viele. Das schmeiße ich weg jetzt. Was auch immer, ach das, wegschmeißen. Den benutze ich nicht so gerne, deswegen verschenke ich den. Und das ist auch so ein Concealer-Pinsel, aber den verschenke ich auch jetzt. Auch von Maybelline, eigentlich auch so ein Concealer-Pinsel. Aber, okay, behalte den noch eine Weile. Der abgeschrägte wieder, wieso habe ich so viele abgeschrägt? Ich glaube, jetzt werde ich die aussortieren. Dann wieder so ein Lippenpinsel, den werde ich jetzt aussortieren. Auch wieder so ein Stiftpinsel und so einen fluffigen, der ist auch schön. Fluffige Pinsel finde ich richtig schön. Davon kann man nicht genug kriegen. Und wir haben eine Box geschafft. Tada! Tue ich jetzt die Pinsel rein, die ich jetzt wegschmeißen möchte. Alles, was ich jetzt wegschmeißen möchte, kommt jetzt da rein. So, kommen wir zu der nächsten Box. Die ist schon ein bisschen interessanter, finde ich. Boah, Stippling Brush. Die muss ich nochmal austesten und gucken, ob ich damit zurechtkomme. Ob sie mir noch gefallen. Dann habe ich nochmal hier Augenpinsel. Ein paar Feste möchte ich noch behalten. Das ist einer von der Essence, der funktioniert immer noch. Oder ist das jetzt wirklich? Nee, den verschenke ich jetzt weiter. Dann noch einer von Jaxx Beauty Line. Finde ich einer der schönsten und auch richtig schön weich. Aber ich finde, der ist nicht immer gut geeignet, um Highlighter aufzutragen. Ich finde so Puder-Highlighter, also die so lose sind, die Highlighters, die sind ganz gut. Aber so gepresste Puder, das wird ein bisschen schwieriger. Und da muss man schon so ein bisschen drin herumreiben, um was aufzunehmen. Aber ich finde ihn schön und so. Und deswegen behalte ich den. Übrigens habe ich die zu Black Friday gekauft. Deswegen, wenn ihr die ausprobieren möchtet und sagt, aber ich möchte jetzt nicht so viel Geld investieren. Wie gesagt, die sind vegan, also die synthetische Haare und die sind alle hand selbst gemacht. Ne? Also von daher, den behalte ich auf jeden Fall. Mit dem trage ich ganz gerne meine Foundation auf, weil er so gebunden und fest ist. Deswegen behalte ich den auch noch eine Weile. Wieder ein Highlighter-Pinsel, davon habe ich nicht so viel. Der ist auch aus Kiko, aus diesem Set. Da war ja mit diesem einen Pinsel mit zusammen. Ne? Guckt euch meinen Kiko Haul an. Den behalte ich auch. Wieder Augenpinsel, die so schön fluffig sind. Das ist auch aus dieser DM-Tasche. Und Luvia, die sind auch wirklich gar nicht so schlecht. Kann ich euch echt empfehlen. Dann wieder von Mikasa Beauty. Benutze ich auch super gerne. So ein spitz, eher so spitz zulaufender Pinsel. Dann habe ich hier von Essence. Damit tue ich auch manchmal meine Foundation auftragen. Behalte ich auch mal noch. Und den sortiere ich aus. Ich weiß gar nicht, von wo ich den habe. Habe ich den aus TK Maxx? Oder von dem ist der? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, den sortiere ich aus. Den benutze ich nicht so gerne. Den verschenke ich. Dann habe ich hier von Zoeva Stippling Brush. Den werde ich noch austesten. Aber ich muss ihn nochmal waschen, weil der ist hier nicht richtig sauber geworden. Den behalte ich auch nochmal. Den sortiere ich jetzt aus. Und weil der mir einmal kaputt gegangen ist und ich den nicht so gerne benutzt habe, sortiere ich den jetzt aus. Weg damit. Noch ein Augenpinsel von Zoeva. So ein fluffiger. Und noch einer von Jaxx Beauty Line. Den werde ich auf jeden Fall auch noch behalten. Oh, das wird immer voller. Weil da habe ich keinen Platz mehr drin. Real Techniques. Das waren so die ersten Real Techniques Pinsel, die ich hatte. Die werde ich auf jeden Fall noch behalten, um zu gucken, ob ich damit noch klar komme. Zweites Glas. Behalte ich auch noch zusammen mit dem hier. Die sind zwar riesig, die sind schon fast zu groß, um da zum Konturieren zu benutzen. Aber ich benutze sie zum Beispiel gerne mal für Dekolleté oder sowas halt, ne? Wenn mal irgendwann mal was anstehen sollte. Deswegen behalte ich die auf jeden Fall. Genauso wie den hier. Der ist auch so riesig. Ganz klar behalte ich auf jeden Fall noch. Die benutze ich ganz gerne. Und übrigens, das ist der von Kiko, den ich in
in Mailand machen lassen habe. Da steht auch mein Username oder mein, ja, ich sag Username, Only Nastya drauf. Habe ich mir drauf gravieren lassen. Gibt es auch ein Video dazu, und zwar Shopping und Bummeln in Mailand. Ich glaube, in dem Video zeige ich das genau, wie das gemacht wurde. Ich durfte dann auch im Laden filmen. Voll cool. Richtig coole Shots, ist auch auf jeden Fall unbedingt an. Richtig cool geworden. Und das ist der von Evelyn zum Konturieren. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Einmal wieder von Kiko. Aus diesem Set behalte ich auch noch eine Weile. Von Evelyn, also die ganz neuen. Die finde ich ganz gut, wenn ihr Pinsel aus der Drogerie haben möchtet. Die Evelyn Pinsel sind richtig gut, muss ich sagen. Wieder aus Evelyn. Aber einen habe ich so gekauft und einen zweiten habe ich in der Zeitschrift doch gefunden. Deswegen behalte ich noch. Um zu highlighten, mein liebster Pinsel sogar von allen dreien, mein liebster Pinsel zum Highlighten. Weil dass der auch von Mikasa Beauty. Richtig schön. Der ist nicht zu weich und auch nicht zu fest. Also ich liebe den Pinsel. Der ist richtig gut. Auch den Pinsel behalte ich, um Foundation aufzutragen, weil er so schön fest gebunden ist. Den muss ich noch mal ein bisschen mehr austesten. Von Real Techniques behalte ich auch noch. Den auf jeden Fall auch, wenn ich so konturieren möchte. Auf jeden Fall der. Der kleinere. Aus einer LE. Der ist aber schon so eine Weihnachts-LE. Da ist aber schon die Flüssigkeit raus, weil ich die so oft gewaschen habe. Ich wasche die übrigens jedes Mal, wenn ich die benutzt habe. Also ich benutze die immer nur einmal und dann wasche ich die. Das ist so ein Pinsel, mit dem komme ich nicht ganz zurecht. Der ist von Real Techniques und deswegen verschenke ich den auch. Das hat auch so zwei Phasen, ne? Einmal schwarz, einmal weiß. Aber den verschenke ich jetzt auch. Behalte ich noch. Beide von Zu Ewa. Auf jeden Fall. Der kommt jetzt weg, der ist nicht so gut. Ich weiß gar nicht, der ist, glaube ich, außer dieser Tasche auch. Ne? Behalte ich noch. Ihr seht, ich habe einige von dieser Reihe von Evelyn. Die sind echt gut, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, das war so die erste Vision von Evelyn und deswegen schmeiße ich weg. Also das war eine ganz schlechte Reihe, muss ich sagen. Der ist auseinandergegangen. Noch einer von Anastasia Beverly Hills. Ein doppelter. Ob ich den jetzt zweimal? Auf jeden Fall behalte ich den noch. Auch um Foundation aufzutragen. Der ist eigentlich schön, aber. Aber den sortiere ich aus. Den verschenke ich weiter. Den behalte ich noch eine Weile, um Highlighter aufzutragen. Oh, das ist so ein Foundation-Pinsel. Oh, ich weiß es nicht. Mit dem habe ich so nicht so meine guten Erfahrungen. Bufferbrush. Ach, den behalte ich noch eine Weile. Ich muss den mal austesten. Verschenke ich. Das ist eine ganz, ganz alte Evelyn-Reihe. Diese ganz, ganz alt noch, ne? Ach, den verschenke ich, komm. Die muss ich auch noch mal austesten, dieses Stippling Brush. Den schmeiße ich weg. Das ist, glaube ich, auch noch Evelyn. Aber ganz uralt. Ich glaube, vor 20 Jahren alt. So ein Foundation-Pinsel. Den möchte ich mal noch ein bisschen anschauen und gucken, ob ich damit klarkomme. Das ist eigentlich, solche Pinsel benutzen eigentlich die ganzen Make-up-Artisten. Oder Make-up-Artist? Was ist die Mehrzahl von dem? Auf jeden Fall will ich mal ein bisschen mehr austesten. Dann haben wir hier wieder auch so eine Foundation Brush von Barbara Hoffmann. Ich glaube, den sortiere ich jetzt aus. Den verschenke ich, mit dem komme ich nicht so ganz klar. Wie also ein abgeschrägter Pinsel. Behalte ich noch. Auch so ein Foundation Pinsel. Auch so ein flacher Foundation Pinsel. Und den schmeiße ich jetzt weg. Concealer Pinsel von Mikasa Beauty. Das schmeiße ich jetzt weg. Es wird echt lang, ne? Dann habe ich hier so kleine Pinselchen. Die schmeiße ich jetzt auch weg. So, den behalte ich jetzt. Foundation Pinsel. Foundation Pinsel.
Lieblingsbrush von Yves Rocher. Uiuiui, okay, den schmeiße ich weg. Wegschmeißen. Ach, den behalte ich noch von Kiko. Weg. Von Zoeva. Den fand ich so cool wegen der Farbe. Ach, den behalte ich noch. Gucken wir mal, was ich damit machen kann. Und der geht auch weg. Ist zwar schön. Ach, oder ich verschenke den. Und hier weiß ich nicht, wo das Teil hier abgeblieben ist. Deswegen schmeiße ich das weg. Dann habe ich so kleine, die schmeiße ich weg. Und dann habe ich ja noch so einen Pinsel von Yves Rocher zum Mitnehmen. Und den schmeiße ich weg. Der sieht nicht so gut aus. Die nächste Kiste ist auch leer. Da tue ich jetzt die Sachen, die ich verschenke, rein. Ja, dann habe ich noch diese Pinsel hier. Kennt ihr noch die Sita Mars? Heißt sie immer noch so? Die hat so eine Pinselreihe mal rausgebracht. Das sind diese hier. So welche. Es gibt ein ganz, ganz altes Video, wo ich die auch live teste. Die sind aber jetzt privat. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal veröffentlichen soll. Ich kam damit nicht zurecht, aber ich finde das Design richtig schön. Und ich will dem noch eine Chance geben. Ich muss die zwar nochmal waschen. Ich will dir nochmal eine Chance geben und gucken, ob ich damit vielleicht jetzt doch zurechtkomme. Die sehen so aus, ne? Keine Ahnung. Ich muss nochmal eine Chance geben und gucken, ob ich damit zurechtkomme. Schwierig, schwierig. Die behalte ich noch. So, in diese Kiste mache ich jetzt alles, was ich noch verschenken werde. Hier ist noch ein Lippenpinsel. Dann gab es hier noch so diese Guard Brushes. Wenn man die gewaschen hat, dann konnte man die so da reintun und trocken lassen. Ne? Und die gab es mal von Essence zu kaufen. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Ich hätte gerne noch mehr von denen gehabt. Aber jetzt gibt es sie nicht mehr. Ich habe sie einfach nicht mehr gefunden. Die werden auf jeden Fall noch aufbewahrt. Und dann habe ich hier so kleine Make-up-Schwämmchen. Die benutze ich gerne so, um so wenn ich ganz, 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 ganz wenig Make-up drauf haben möchte, dann benutze ich die gerne. Real Techniques. Hier ist noch ein Pinsel, das verschenke ich auch. Noch ein Pinsel, den verschenke ich auch. Das ist auch so ein Smudger, ne? Aber den verschenke ich jetzt. So, dann habe ich hier diverse Sponks. Die behalte ich alle. Also ich glaube, den schmeiße ich jetzt noch weg, weil der... Eigentlich ist das eins meiner, weil die sind nicht alle gleich irgendwie. Aber der ist so ein bisschen ramponiert, deswegen weg damit. Und den Rest von Real Techniques behalte ich auch. Den benutze ich auch super gerne. Habe hier noch von Mikasa Beauty, der war gratis. Der ist auch schön, den benutze ich auch super gerne. Und jetzt habe ich noch ein Teil zum Aufbewahren. Ja. Habe ich eine Entschuldigung, meinen Pinsel zu behalten. Ne? Aber die sind alle schön gefüllt, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Dann habe ich hier in dieser Kiste noch ein paar. Oh, das wird schwer, mich zu trennen. Ich glaube, den verschenke ich. Ich weiß gar nicht, von wem der war. Aber den fand ich jetzt nicht so gut. Von der Idee eigentlich voll cool, weil er so eckig ist. Aber kam ich nicht klar damit. Die habe ich mal aus TK Maxx geholt. Weil ich fand das Design eigentlich voll cool, aber mit beiden kam ich nicht zurecht, deswegen verschenke ich die. Das verschenke ich, glaube ich, auch. Das schmeiße ich weg. Den muss ich nochmal testen. Und das verschenke ich auch. So ein Finger. Das schmeiße ich weg, das will keiner benutzen. So einen, den verschenke ich. Ne, den schmeiße ich weg, der sieht schon ein bisschen komisch aus. Bin ja auch damit nicht klar gekommen und das schmeiße ich auch weg. Noch ein paar saubere Pinsel. Und dann habe ich noch diese kleinen, die von Essence. Die muss ich mal nochmal testen, bevor ich mich von denen verabschiede. Ich bin gut vorangekommen. Jetzt noch die, die im Badezimmer liegen. Ja, das sind die, die im Badezimmer noch liegen. Ich werde sie auch gleich wieder zurücklegen zum Trocknen. Das ist der von Sephora, der 47er. Ich habe den ja vor kurzem erst gekauft und ich muss sagen, ich habe den inzwischen lieb geworden. Also zuerst hatte ich Schwierigkeiten mit dem, aber jetzt benutze ich den wirklich super gerne. Er ist jetzt nicht so geeignet dafür, dass man jetzt so kreisen könnte. Also ich komme damit jetzt nicht so zurecht, aber um zu Foundation aufzutragen, finde ich den eigentlich ganz cool. Man kann halt nur nicht kreisen, ne? Der ist so abgeschrägt. Ne? Also ich finde ihn ganz cool mittlerweile
Mittlerweile mag ich den echt super, super gerne. Kann ich euch empfehlen, auf jeden Fall. Ich verlinke den auf jeden Fall in der Infobox. Den Rest kann ich euch wahrscheinlich nicht verlinken, weil es echt alt ist. Dann habe ich noch eins von Real Techniques. Den benutze ich auch super gerne. Der bleibt auch noch aus der alten Reihe von Ebelin. Ich mag diese wuschelige Pinsel, um zu verblenden. Richtig cool. Dann habe ich noch den hier. Ich glaube, den verschenke ich. Auch zum Verblenden richtig cool. Auch zum Verblenden richtig cool. Der ist von Rossmann, ne? Ich weiß nicht, was schenke ich den? Ich glaube, den verschenke ich. Zum Verblenden auch. Und der ist auch voll cool zum Konturieren. Aber der ist ein bisschen wackelig. Der ist aus TK Max. Ich weiß nicht, welche Form. Mir hat einfach das Design gefallen, dieses Marmor-Effekt. Aber den mag ich ganz gerne. Der ist ein bisschen wackelig hier, weil ich den zu heiß gewaschen habe. Der ist auf jeden Fall, der bleibt auf jeden Fall, auch wenn er so ein bisschen ramponiert ist. Aber ich mag den super, super gerne. Das war's. Ich finde, ich bin ganz gut vorangekommen. Jetzt so ein bisschen. Ich habe sogar ein Becher ist leer geblieben sogar. Eigentlich ganz, ganz cool. Hier habe ich noch die ganzen Beauty Blender reingetan. Doch, ich bin ein bisschen stolz. Ich habe noch Beauty Blender mal mit so einem Teil gekauft, um aufzubewahren, aber ich finde, es lohnt sich nicht. Es ist zwar eine nette Idee, aber ich tue es gerne in so ein Tuch rein und dann, weil das passt in keinen Koffer. Also das bewegt sich halt nicht. Wenn du das so nehmen würdest im Koffer, dann kann man da noch was reinquetschen. Ist das so flexibler. Aber mit so einem Ding ist das nicht flexibel und ist einfach, ja. Und hygienischer ist es auch nicht. Ich tue es gerne in so ein Tuch rein und dann ist es gut. Wow. So, das ist auch leer. Doch, ich kann sagen, ich habe ganz gut gemacht. Also, es ist jetzt wirklich viel leerer, viel ordentlicher, viel sauberer. Ich zeige euch mal jetzt mal ein bisschen, wie es jetzt aussieht. So, das ist jetzt, was ich verschenken werde und das ist das, was ich jetzt wegschmeißen werde. Dann die Kiste hier. Die Pinsel tue ich gleich wieder zum Trocknen legen. Und das ist jetzt, was so übrig geblieben. Doch, ich kann sagen, ich habe ganz gut gemacht. Hier ein Haar von mir. Vielleicht werde ich dann nach einer Weile ein paar Pinsel nochmal aussortieren, wenn ich die getestet habe. Und dann habe ich noch mehr Platz. Ich hätte gerne einen neuen Pinselset gehabt. Einfach, weil ich was Neues haben will. Ja, ich hoffe, dieser kleine Vlog ist nicht allzu lang geworden. Ich werde mich jetzt noch mal hinlegen, ein bisschen Schläfchen machen oder sowas. Und dann werde ich mit meinem Mann zusammen essen und dann geht's schon zur Arbeit. Ja. So schnell geht der Tag vorbei. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt nächstes sehen wollt. Ich kann mich dann ein bisschen nicht entscheiden. Wollt ihr Highlighter oder Paletten sehen oder vielleicht Bronzer oder sowas? Oder ich weiß nicht, vielleicht ich höre mal gerne auf mein Gefühl, was als nächstes kommt. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ich mit meinem Gefühl so ein bisschen in Reine bin und so, dann gelingt mir das auch besser, das zu aussortieren. Wisst ihr, was ich meine? Wenn mir danach ist, ne? Ja. Gut. Also, wie gesagt, ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, wie immer, und wie immer sehen wir uns im nächsten Video. Also,